So, weiter geht's mit der Daylight. Also das war jetzt mal echt eine lustige Runde gewesen. Ja gut, das war eine Runde, die jetzt relativ gut lief. Weil halt nicht viel passiert ist. Nachdem, wenn du gute Killer hast oder sowas, hast du Schwierigkeiten. Also ich krieg auch nicht immer alle. Ich habe auch immer nicht so eine Runde, dass ich mit 12er, 13er, 14er kriege. Aber ja. genau wie beim Formel 1, ja. Ein guter Killer ist für mich nicht einfach neben dem Haken hocken und die ganze Zeit draufhauen und warten, dass irgendjemand kommt. Das ist schon klar. Das ist für mich auch kein guter Killer gewesen, der Freddy. Definitiv nicht. Das ist für mich einfach ein Camper gewesen und sowas geht halt. Und sowas geht als Überlebende mal tierisch auf den Sack, wenn ich ehrlich bin, weil du dann einfach nicht viel geschafft kriegst. Dann musst du nämlich als Überlebender dann irgendwann sagen, okay, wir lassen denjenigen hängen und ziehen in der Zeit, wo der denn halt daneben steht, weil der ja keinen anderen jagen kann, die Generatoren durch. Das ist halt so. Ich weiß, was du meinst, Markus. Ein guter Killer, der holt sich alle vier oder drei bis vier durch halt wirklich Jagen. Der geht dann weg und jagt sich den nächsten und holt den dann immer. Alles gut, wir haben es jetzt gut gemacht. Wir sind alle vier raus, Gott sei Dank. Der war auch einmal kurz einhängen, Alter. Einmal kurz einhängen, das war's dann aber auch. Ja, der hat halt daneben gestanden und gekämmt. Ja gut, wenn wir welche da mit der Taschenlampe ins Gesicht blenden, dann geht mir das auch auf. Nervt mich das auch. Ja, der hat eine Runde eine... Boah, die hat mich wirklich viermal hintereinander geblendet. Das habe ich gesehen, die Folge, ja. Katastrophe, ne? Vor allem immer dann, der hat immer gewartet, dass du aufhebst und in dem Moment kam so um die Ecke, piep. Ich hatte auch die ganze Zeit, wo ich dann irgendwie auf dem Haken auf links hatte, ich hörte nur im Hintergrund klick, 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 klick. Ich so, du fick dich, ey. Also du hast auch gerade eine Taschenlampe dann, oder? Ja. Eine Karte ist das. Ich habe aber die Taschenlampe, die ich gerade in der Truhe gefunden habe, noch dabei. Das ist gut. Ja, wenn man das kann als Überlebender, ist das, dann geht das halt, ne? Das Schwein. Gegen das Schwein spielen. Okay. So. Muss mal aufpassen, ne? Sobald wir einer von uns eine Maske aufhat, dürfen wir keinen Generator mehr machen. Das ist es halt, ne? Wobei, ich habe einmal Schwein gespielt online, habe ich nur eine Maske dabei gehabt. Normalerweise hast du mehr.
Oh, nee, stimmt. Ich hatte eine Maske, weil ich gegen euch beide gespielt habe. So war das. Normalerweise ist eine Maske weniger als Überlebende. Michael Smith. Das Schwein. Gegen Minda. Die hört man nicht, wenn die hockt, ne? Hab ich gelesen. Ja. Das ist am Ende. Ich habe schon gerade die Dinger gehört. Pass auf, also nicht alles, was. Oh. Nicht alles, was kreucht, ist Überlebende. Oh, Mist. Also, sie hatte schon, okay. Wieso klappt das nicht mit der Taschenlampe? Du zielst auf den drauf? Nichts. Du was ist halt, das für ein Scheiß? Ich glaube, du musst mich direkt in die Augen zielen mit dem Schein. Ja. Ich kann es auch nicht, abgesehen davon. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich habe Maske auf. Das heißt, die Generatoren bitte noch 5 auf 90, 99%. Boah, der hat schon den nächsten hängen. Der hat die vom Haken weggezogen, ne? Ja. Ich komme runter. Weil der direkt abfahren wollte und der hat den natürlich weggehaut. Weg da. Er geht auf mich. Nee, auf mich. Okay. Ich habe direkt ins Gesicht gezielt, es passiert nichts. Okay. Nichts. So ein Witz, ich sag ja, das ist ein Witz, dieses Spiel, ey. Du kannst, der Killer kann machen, was er will und du kriegst irgendwas in die Hand gedrückt, das nicht mal funktioniert, ey. Es ist doch ein Müll, ey. Also wie gesagt, ich kann es halt auch nicht, aber es gibt halt Leute, die es wirklich können mit diesen Taschenlampen. Oh Gott, das will ey, Alter. Ich komm nicht holen. Was spielt die denn da zusammen, Alter? Die? Ich glaube, die macht uns gerade ziemlich kalt. Ich habe den Generator angefangen, das war's aber auch. Ja, aber... Ja, du kannst ja nicht immer nur so runden. Dann... Klung, die nächste. Rettungsdienst zum Einsatz. Ja. Ich hänge nur so beide herum. Ja, ist gut. Ich bin schon unterwegs. Nee, wir kommen gerade nicht zum Generator. So, Abflug, halt dich. Da ist sie. Ich hab sie schon an der. Ich bin gerade. Ich hab sie hinter mir. Tschüss. Ich bin der nächste direkt. Also die ist nicht. Ah, die gut, die ist auf Prestige. Okay, die spielt nicht das erste Mal. Die ist Prestige mindestens eins. Eins oder zwei. Die ist blutig. Das ist definitiv kein Anfänger. Kein Anfänger. So, ich bin wieder geheilt. Okay. Der Random und ich haben uns gegenseitig geheilt.
Sehr gut. Ja, die hängt wieder an der Backe. Die macht es, wenn du fallen hast. Wir werden nicht viel auf die Reihe kriegen in der Runde. Erwarte ich nicht. Ich hab die Falle abgekriegt. Sehr gut. Scheiße. Ich bin auch schon wieder liegend. Also die spielt gut. Ich liege auch schon wieder. Wir haben noch nicht einen Generator gepackt, ey. Guck mal, dass er bitte die Wand vom Haken kriegt. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg, aber wenn ich renne, mache ich doch so viel Kratzspuren. Die ist bei mir, die hat mich auf dem Arm. Oh, Alter, verpiss dich doch mal, scheiß Random. Die Kratzspuren, die sind nur eine gewisse Zeit da, die sind nicht... Meine Fresse, ey, der latscht mir jetzt hinterher hier, der Trottel. Mann, verpiss dich! Ja. Meine Fresse, ey. Ja, dann geh in eine andere Richtung. Der hat eben auch schon direkt abgefarmt. Die ist bei mir, wenn's der Killer, also alles gut. Das sind die, die für Eifersicht noch so schnell die Punkte geiern wollen. Ja, die sind doch zu zweit drauf. Schön. Die farmen dann ab, wenn die direkt der Killer daneben steht. Das interessiert die nicht. Ich hab doch die 500 Punkte auf. Ja, gut, Fendemeng. Lass ihn liegen, ist egal. Killer hat ihn. Jawohl. Würde ich hängen lassen, scheiß drauf. Kein Bock auf so Leute. Das ist halt die andere Seite, ne? Da hast du wirklich Überlebende, die es wirklich gut mit dir meinen, die wirklich gut mit dir spielen. Oder du warst halt nur so Vollidiot wie ihn da jetzt in dem Moment. Mann, das meine ich. Was denn? Das meine ich, du machst so eine Palette um, trotzdem sind die hinter dir her. Es ist viel zu overpowered. Das ist totaler Bullshit. Das hat nichts mit Overpower zu tun. Der ist gut. Der doch, ist nicht. Das ist, oh, ja, aber nein, ist doch scheißegal, welche Fähigkeiten jemand hat. Du kannst, wenn du einigermaßen gut bist, bist du einfach in dem Spiel als Killer overpowered. Das ist einfach so. Du kannst das dem nicht entkommen. Es geht nicht. Es ist nicht drin. Ja, das ist es halt manchmal. Ja, das stimmt wohl. Es müsste mehr Möglichkeiten geben, für die Überlebenden die Flucht erfolgreich zu gestalten. Und die gibt's einfach nicht. Und das ist der Fehler in diesem Spiel. Du kannst nur rennen und Dinger umschmeißen. Super. Ja, toll. Meistens hilft beides nicht. Aber das ist auch ein Killer, der irgendwo bei 8 bis 10 rumrennt oder niedriger. Der zieht uns gerade mal eben kurz aus, weil wir noch keinen Generator geschafft. Das ist halt einfach so. Es gibt manchmal so Runden. Das Matchmaking ist einfach am Arsch. Ich hab dich gesehen, Killer. Ich spiele halt sehr gerne auch Killer, aber es gibt auch manchmal so Überlebende, die halt wirklich extrem scheiße spielen. Wie gesagt, die Runden mit den Taschenlampen und so, da schaffst du einfach gar nichts. Scheiße, jetzt bin ich in der Falle. Das war meine Schuld. Okay, ich bin auch tot, glaube ich. Die lässt dich liegen. Ja klar, die geht jetzt auf den letzten. Die wird sich den vierten jetzt auch holen, wahrscheinlich. Weil wir haben keinen Generator geschafft, das wird nichts passieren. Es gibt keine Luke, gar nichts. Ich weiß nicht, wie das ist, ob der Killer dann eben die Dings aufmachen kann, den Ausgang trotzdem aufmachen kann. Ach du dumme Kuh. Sie warte, bis ich meine Fähigkeit aufgebraucht habe. Ja. Okay, das war's. Naja, die lässt mich jetzt. Ich kann nichts machen mehr. Jetzt bin ich weg. Ich hab. Ja, ich weiß. Die ist bei mir hier. Die spielt mit uns.
Die wartet jetzt. Guck, dass du Generatoren mal geschafft bekommst. Ich habe irgendwie Generatoren gemacht bekommen. Oder sonst irgendwas. Kümmer dich gar nicht mehr, weil ich liege hier rum und die lässt mich verrecken, die Alte. Ah, oh, geh mir nicht auf den Sack, häng mich auf und dann ist gut und spiel nicht mit so einer Scheiße, Mann. Das ist halt genau das, die auch wieder die Kehrseite als Killer. Das sind so Killer, die dich einfach eiskalt mit dir spielen und dich liegen lassen. Ja. Ich kann nichts tun. Ich kann mich gegenhalten, das war's auch. Ich kann mich nicht nochmal hochholen. Keine Luke. Es gibt keine Luke. Erst wenn er tot wäre, gibt es eine Luke. Nein, nicht mal das. Sie muss zwei Generatoren machen, damit überhaupt die Luke in die, auf die spawnt. Ach so. Das Ding ist quasi durch. Ich kann nichts tun mehr jetzt. Selbst wenn ich... Es bringt nichts. Du musst zwei Generatoren schaffen. Wir haben nichts auf die Reihe bekommen. Sie war einfach um so viel Klassen besser als wir. Tschüss. Ja, warte, mal gucken, was es ist. Ich vermute, dass es irgendwas Einstelliges ist. 18. 18? 18? Das ist definitiv alles andere als 18. Also, wenn ich ehrlich bin. Weil die hat nichts drin, ne? Na, die hat doch, hat die was drin, natürlich, aber das ist doch verdeckt. Es ist mittlerweile so drin, dass man nicht verrät, was sie hat. Die sind ja hier. Die ist ja Prestige 1 oder 2 mit dem Killer auf jeden Fall. Oder einfach so hochgewinkt, dass sie mit der 18 auf Leute wie uns trifft. Immer wieder Disconnect macht und so. Hm? Dann verlierst du halt. Nö, du verlierst Ränge. Dann triffst du halt als 18er auf so Leute wie uns. Und manche haben da echt Spaß dran mit so einer Scheiße. Ja, und geht dann auf. Und dann geht die auf 18. Und trifft dann auf Anfänger und hat dann Spaß daran, alle vier zu murksen. Das Matchmaking ist einfach durch. Definitiv am Arsch. Du triffst auch als 20er Killer dann auf 12er und 13er Überlebende. Wenn du Glück hast, kriegst du es, gell? Aber auch nur mit Nöd. Wo ich den einen nur gekriegt habe, noch kurz vor dem Ausgang noch mal kurz weggeholt habe. Ohne Nöd hätte ich ihn eh nie bekommen. Egal, scheiß drauf. Passiert. Abhaken, nächste Runde.